Hallo ihr Lieben, ja, lasst euch nicht von meinem Karo-Hemd irritieren. Ihr seid auf dem richtigen Kanal, ihr seid bei Dannys Cupcakes und wir machen heute diese leckere Waffeltorte im Osterlook zusammen. Wir stellen uns erstmal jetzt eine Ganache her. Dazu kommt heiß aufgekochte Sahne zu Zartbitterschokolade hier. Und wird so lange, bis sich das alles zusammen verbunden hat, umgerührt. So, wenn die Ganache dann so aussieht, wenn die Schokolade komplett drin geschmolzen ist, misst ihr euch 125 ml davon ab. Das kommt in den Teig und den Rest könnt ihr später für die Dekoration benutzen. Für den leckeren Schokowaffelteig brauchen wir Mehl, Zucker, hier ist noch ein bisschen Vanillezucker drin, Kakao, Backkakao, dann die Ganache, die wir hergestellt haben, Butter, Milch, Backpulver und Eier. Zuerst nehmt ihr euch die Butter, schön weiche Butter, dann wird die Butter aufgeschlagen mit dem Zucker. Jetzt die Eier nach und nach unterrühren. Jetzt werden die trockenen Zutaten miteinander vermischt. Und die Ganache kommt zu der Milch. Jetzt wird im Wechsel die Milch und das Mehlgemisch unter den Teig gehoben. Könnt ihr das Waffeleisen einfetten und dann einen Klecks von eurem Teig hier drauf geben und verteilen. So, der Rest ist dann Fleißarbeit. Jetzt könnt ihr euch nach und nach eure Waffeln backen und auskühlen lassen. Für die Quarkcreme braucht ihr Magerquark, Speisequark, und ihr braucht noch Milchmädchen, also gezuckerte Kondensmilch. Und dann wird das zusammen aufgeschlagen. Und ich gebe noch etwas Sanapart rein für die gewünschte Festigkeit. Die Creme teile ich jetzt in drei Teile auf und färbe sie mir ein.
Ich färbe die Creme mit Progelfarben ein. Wie ihr wisst, arbeite ich sehr gerne mit denen. Soll auch nur eine leichte Färbung kriegen, also eher pastellig, deswegen sparsam. Ich habe mir rosa, gelb und lila rausgesucht. Und hier habe ich eine Farbe vom Wilton. So, jetzt könnt ihr anfangen, eure Torte zu stapeln. Waffel, ein bisschen Creme und die Farben natürlich auch abwechselnd reinmachen. Und alles glatt verstreichen. Ihr könnt natürlich auch Früchte noch dazwischen packen oder die anders einfärben. Das ist, könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Und was mit Schoko? Schokolade kann auch noch dazwischen. Karamellsoße natürlich auch. Da bin ich dabei. So, die Waffeltorte war ungefähr für eine halbe Stunde im Kühlschrank. Jetzt habe ich mir mein Deko-Zeugs hier aufgestellt. Ich habe hier ein paar Marzipaneier und ein paar süße kleine pastellfarbige Eier. Die haben wir wo gekauft? Kaufland. Kaufland, genau. Und die Marzipaneier auch. Auch, ja. Dann habe ich noch ein paar Tulpen und ein bisschen Schokohasen und Schokoeier und ein bisschen Streusel in Häschenform. Die sind von Wilton. Jetzt habe ich mir hier meine Ganache genommen und werde jetzt mit den Sachen meine Torte fertig dekorieren. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, die Ostertorte könnt ihr auch perfekt über die Feiertage machen. Die Waffeln könnt ihr vorbereiten, zusammensetzen könnt ihr an dem Tag, wo ihr die Torte essen möchtet. Und ja, ich finde sie ganz hübsch und ist halt mal was anderes als normaler Biskuit mit Buttercreme-Füllung oder eine Motivtorte. Zum Schluss haben wir noch eine kleine Osterüberraschung für euch. Und zwar verlosen wir die Karten für die Cake und Bake.
ab sofort auf unserer Facebook-Seite. Bei den Teilnahmebedingungen hilft mir jetzt mein Schatz. Ihr müsst ein Like auf Dannys Cupcakes Fanseite da lassen. Ganz wichtig. Das Kurzvideo zu dieser Torte liken. Genau. Drei Leute markieren. Wenn ihr dann noch so lieb seid und Cake and Bake auch ein Like da lasst, dann sind wir super zufrieden. Ja, genau. Ja, ich wünsche euch viel Glück bei dem Gewinnspiel. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Messe. Ansonsten wieder im nächsten Video. Bis dahin, eure Dani.